Ja, das Motto von dem Parteitag in Erfurt war ja, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und gemeint war damit nicht nur die Welt in Anlehnung von dem Karl-Marx-Zitat, sondern auch die Partei. Das Signal von dem Parteitag war am Ende aber eigentlich ein Weiter-so. Und somit geht auch die Krise der Linken wahrscheinlich weiter. Die Linke ist bei Umfragen aktuell bei um die 3 bis 4%. Die letzten Landtagswahlen war eine ziemliche Katastrophe für die Linke. In NRW 2,1%, Schleswig-Holstein 1,7%, Saarland 2,6%. Und auch bei den Hochburgen im Osten sind die Ergebnisse erstmal besser. Also Sachsen-Anhalt zum Beispiel 11%, aber auch minus 5,3 Prozentpunkte. Mecklenburg-Vorpommern 9,9%, aber auch minus 3,3 Prozentpunkte, also fast ein Drittel der Stimmen verloren. Und ich glaube, das einigermaßen klar ist, dass es nicht daran liegt, dass die Linke nicht gebraucht wird, sondern das liegt eigentlich, also es liegt auf der Hand, dass es nicht so sein kann, wenn man sich die krisenartige Entwicklung des Kapitalismus anschaut, sondern dass die Linke vor mehreren Problemen steht. Bei dem einen Problem kann sie nicht viel gegen tun, weil sie gegen den Strom, gegen den gesellschaftlichen Strom schwimmt. Das ist ihr Job als Linke. Und nur ein Beispiel dafür. Der Parteitagsbeschluss gegen Waffenlieferungen an die Ukraine hat heftige Angriffe in den Medien ausgelöst und auch in Social Media und so. Ne? Die Antwort auf diese, ich muss gerade gucken, dass ich aufgenommen werde. Die Antwort darauf, gegen diesen gesellschaftlichen Strom zu schwimmen, ist aber dann leider doch ziemlich vielstimmig und chaotisch. Also manche sagen dann halt, okay, dann sind wir halt in Opposition zu den Verhältnissen, können wir stolz drauf sein, ist gut. Und manche sagen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir mehrheitsfähig sind, müssen auch flexibel sein, auch mit ein paar Grundsätzen und sowas, um regierungsfähig zu sein. Das sind nur so grob die zwei inhaltlichen Pole, über die ich jetzt rede. Und die Partei ist ja in verschiedenen Strömungen organisiert. Das Jacobin-Magazin hat geschrieben, dass man ein Strömungsdiplom brauchen müsste, um durchzublicken, wie das mit den verschiedenen Strömungen aussieht. Deswegen versuche, also nur so ganz super kurz. Wenn man die beiden Pole jetzt als links und rechts, also Opposition und Regieren ansieht, ist die Aufteilung ungefähr AKL als am meisten Opposition, Bewegungslinke, sozialistische Linke, SL, um Wagenknecht herum, progressive Reformer und Reformer, die so ein bisschen zusammengehören, aber da gibt es halt auch irgendwie leichte Differenzen. Das ist so die eine Achse von Unterschieden der Partei. Es gibt aber auch eine zweite Achse und das ist der Konflikt zwischen der Partei und der Fraktion, der Bundestagsfraktion. Die Bundestagsfraktion wird dominiert von SL, also Sozialistische Linke, irgendwie um Wagenknecht herum und Reformern. Und in den letzten Jahren hat man öfter gesehen, dass Beschlüsse der Partei nicht immer so ganz ernst genommen werden. Also gerade bei Sahra Wagenknecht war es immer mal wieder so, dass programmatische völlige Einzelgänge gemacht worden sind. In Medien irgendwie Vorstöße gemacht waren, die sich nicht mit den Beschlüssen der Partei gedeckt haben und so weiter. Diese beiden Strömungen, also Wagenknecht-Lager jetzt grob gesagt und das Reformerlager, haben zusammen eine Mehrheit organisiert. Als eine Form von Beutegemeinschaft eigentlich. Also da geht es nicht darum, weil sie sich inhaltlich so gut verstehen oder sowas, sondern darum eben, weil sie zusammen Mehrheiten bekommen und darüber dann sich Posten ergattern können, sich zusammen, also eine Art Beutegemeinschaft eigentlich. Und ein bisschen dagegen angetreten ist die Bewegungslinke, gegründet vor ungefähr 1,5 Jahren, glaube ich. Und leider hat man jetzt bei dem Parteitag gesehen, dass sie den Teufel mit dem Beelzebub austreibt, weil die Bewegungslinke in ein informelles Bündnis gegangen ist mit den anderen Teilen der Reformer, der sogenannten progressiven Reformer, früher mal Mittelerde genannt. Genau, also auch da werden
inhaltliche Differenzen eigentlich übergekleistert, und es werden halt personelle Machtkämpfe geführt, aber eben keine inhaltlichen Differenzen geklärt. Und das führt im Ende zu einer inhaltlichen Beliebigkeit in der Partei. Und nicht nur in der Partei, sondern auch tatsächlich in der Bewegungslinken selber, wo man fast sagen kann, dass es eigentlich nicht viel mehr ist als ein Anti-Wagenknecht-Karrierenetzwerk, oder es droht zumindest dahin zu verkommen. Und das wäre, glaube ich, sehr bitter. Und dass über Jahre inhaltliche Differenzen nicht ordentlich aufgelöst worden sind, und stattdessen immer nur Formelkompromisse gesucht worden sind, hat dann eben dazu geführt, dass es irgendwie ein schräges Orchester gibt eigentlich, wenn die Linke sich in der Öffentlichkeit äußert. Vor allem dann, wenn es eben ein bisschen komplexere Fragen sind, als bist du für oder gegen die Reichensteuer so, ne? Also bei Corona hat man das, glaube ich, ganz gut gesehen, wo die Partei in der Öffentlichkeit so ein bisschen geschwankt ist zwischen Hinterhertraben hinter Spahn und Merkel und alles gut finden, was die Regierung macht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite querdenken teilweise hinterherzulaufen. So, ne? Bei dem Ukraine-Krieg ist es auch so, dass also ein paar irgendwie immer noch pro Russland sind, nicht wenige jetzt aber auch ihre Liebe zur NATO entdecken. Und ja, dieses, also im besten Fall nichts davon, keins von beiden findet natürlich auch statt, ist ja, aber das ist natürlich ein Problem. So, ne? Da lässt sich irgendwie schwer einen Kompromiss zu finden. Oder bei der ganz großen Frage, wie lässt sich eigentlich Kapitalismus überwinden? Also indem man sich mit SPD und Grünen irgendwie zusammentut in der Regierung und dann langsam Zuckerwürfel ins Meer kippt, bis es Limonade wird, oder braucht es eigentlich Massenbewegung von unten, braucht es Gegenmacht, braucht es eine konsequente Opposition? Und wie gesagt, darauf kann man keine Kompromissantworten finden auf diese Fragen. Und bei dem Parteitag hat man es gemerkt. Also es kamen drei große Fragen auf, die alle nicht befriedigend beantwortet werden konnten. Der Krieg erstens, dann Sexismus und drittens, was tun gegen die Krise der Partei? Bei Krieg und Frieden nur ganz kurz das Ergebnis zusammengefasst. Der russische Angriffskrieg wird verurteilt. Es wird daran erinnert, dass die NATO auch kein Friedensengel ist. Man ist gegen Waffenlieferungen, aber man ist für Sanktionen gegen Oligarchen. Und es gab keine richtige Debatte zum Krieg. Es gab nur eine zweistündige Generaldebatte über alles Mögliche, wo dann manche Leute was zum Krieg gesagt haben, aber viele auch zu anderen wichtigen Punkten. Und die einzige Möglichkeit, dann diesen riesigen Komplex zu diskutieren, war dann in der Antragsdebatte, wo man jeweils 1 Minute einen Antrag einbringen konnte, 1 Minute Gegenrede, eine Minute für Rede. So. Natürlich kann man so keine inhaltlichen Fragen klären. So. Und das ist dann auch das Ergebnis von der Parteitagsregie, die ziemlich viel für gute Fernsehbilder gemacht hat und so, aber wenig zur inhaltlichen Klärung beigetragen hat. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass sich der Parteitag nicht auf irgendwie eine gute, stimmige Analyse einigen konnte, wie es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist, weil der Hintergrund eben kompliziert ist und damit zu tun hat, dass der Kapitalismus in der Krise zu schärferer Konkurrenz führt, auch zwischen den Machtblöcken. Und dagegen helfen dann auch keine Appelle an die UNO oder an die Herrschenden, dass sie jetzt mal verhandeln sollten oder sowas, sondern es bräuchte stattdessen einen Klassenstandpunkt, wo gemeinsam man sich solidarisch erklärt mit Menschen in der Ukraine, mit der Friedensbewegung in Russland und so weiter. Und eine russische Linke, die auf dem Parteitag ein Grußwort gehalten hat, hat es dabei ganz gut auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, Imperialismus kann man nicht mit anderem Imperialismus überwinden. Und leider war dann ihre Schlussfolgerung am Ende trotzdem, dass die NATO jetzt Waffen schicken muss, was natürlich, wenn das passiert, das nur im Interesse der NATO passiert, um eben den Konkurrenten Russland zu schwächen. Es gab einen sehr guten Ersetzungsantrag aus dem linken Flügel der Partei, der sich knapp nicht durchgesetzt hat, hat 43% bekommen, was, glaube ich, ein gutes Ergebnis ist und auch ein Zeichen dafür ist, dass die Linke in dieser Frage, dass man auf die Linke in der Frage noch zählen kann.
Und nur als wichtigstes Zitat daraus, aus diesem Ersetzungsantrag, der Krieg ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern auch um die Ukraine. Um das sozusagen in den Kontext dieser globalen imperialistischen Spannung zu setzen. So. In den Medien wurde ja vorher so geframed, als würde jetzt Wagenknecht irgendwie gegen den Rest der Partei kämpfen und als wäre das die große zentrale Frage. Tatsächlich ist die Position von Wagenknecht, die Verurteilung Russlands aus dem Leitantrag zu streichen, völlig abgeschmiert, hat, keine Ahnung, höchstens 20% oder weniger bekommen. Also war ziemlich isoliert in der Frage. So. Der zweite große Themenblock war ja der Umgang mit sexistischen Vorfällen innerhalb der Linken, wo dieser Skandal innerhalb der Linken eigentlich nur vor dem Hintergrund davon zu verstehen ist, dass es natürlich Sexismus in der Gesellschaft gibt und dass die Linke als Teil von der Gesellschaft ist und es deswegen natürlich auch Sexismus in der Linken gibt, der aber natürlich aktiv bekämpft werden muss. Und unter uns, also wenn die Partei nur aus Dieter Dehms bestehen würde, wäre der Frauenanteil bei der Linken bei um die 0%. Und um diesen Sexismus in der Linken zu bekämpfen, dafür braucht es dann ordentliche Strukturen. Und Teile solcher Strukturen wurden auf dem Parteitag geschaffen. Aber das Problem ist, dass diese Strukturen nicht unabhängig vom Parteivorstand sind und so dann eben immer die Gefahr besteht, dass dann, dass also Sexismus irgendwie auch für Machtkämpfe oder sowas genutzt wird. Und das wäre natürlich das Schlechteste für die Sache überhaupt. Und es ist auf jeden Fall so, dass Sexismus in der Partei oft was mit Machtstrukturen zu tun hat. Also in dem Sinne, dass diejenigen, die sexistische Übergriffe begehen, das oft aus einer Machtposition heraus machen können. So. Deswegen war unsere Forderung auch, neben der Einrichtung von einer gewählten Kontrollkommission, dass MitarbeiterInnen, Abgeordnete und so weiter nicht mehr bekommen sollen als einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn, damit eben die materielle Grundlage für irgendwelche Karrieristen, die dann eben ihre Machtposition ausnutzen, dass diese materielle Grundlage dann entzogen würde. So. Und es ist gut, dass die Aufarbeitung da begonnen wurde. Das reicht aber noch nicht, aber dass es diesen Aufschrei auch innerhalb der Linken gegeben hat, ist auch ein Zeichen davon, dass die Partei jünger geworden ist und weiblicher geworden ist und insgesamt feministisches Bewusstsein in der Gesellschaft und auch in der Partei gestiegen ist. So. Aber es bleibt eben, wie gesagt, noch viel zu tun. Leider ist es auch so gewesen, dass die Diskussion zum Umgang mit Sexismus vermischt wurde mit der Neuwahl des Parteivorstands. Das war so der dritte große Block und das kann natürlich so einer Diskussion um Sexismus auch nicht gut tun, wenn das sozusagen personalisiert wird. Also Janine Wissler zum Beispiel wurde da als Täterschützerin bezeichnet, was ein bisschen absurd ist, weil es gibt also erstens keine Beweise und zweitens auch keine Motivation von ihr. Und es wäre auch ein komisches Verständnis von Feminismus, wenn Frauen für das Verhalten von Männern bestraft werden. So. Trotzdem wurde Janine wiedergewählt, nicht mit dem besten Ergebnis, aber glaube ich, angesichts der Krise ganz okay. Und leider ist es aber so, dass sie das informelle Bündnis mit den Reformern da auch fortsetzt. Martin Schirdewan, der vielleicht ein bisschen links steht von der vorigen Co-Vorsitzenden Hennig Welso und trotzdem zum Reformerlager gehört, wurde wiedergewählt. Und so also haben sich beide durchgesetzt gegen die Wagenknecht-KandidatInnen. Die dann übrigens bei den Wahlen zu dem Restparteivorstand fast alle ihre Kandidaturen zurückgezogen haben. Der Rest von dem verkleinerten Parteivorstand zeigt eigentlich eine leichte Rechtsverschiebung. Also 11 der Parteivorstandsmitglieder sind aus dem Reformerlager oder Umfeld, 14 aus Bewegungslinke oder Umfeld. Das heißt aber trotzdem eigentlich, dass die Bewegungslinke eine Mehrheit im Parteivorstand hätte und Sachen auch durchsetzen könnte.
Man muss aber auch sagen, dass die Mehrheit der Mitglieder im Parteivorstand BerufspolitikerInnen in irgendeiner Form sind. Also entweder Abgeordnete oder MitarbeiterInnen oder sonstige Hauptamtliche in irgendeiner Form. Und das ist natürlich ein Problem, weil so eine materielle Abhängigkeit vom am Ende bürgerlichen Politikbetrieb auch dazu führt, eben diesem bürgerlichen Politikbetrieb gegenüber ein bisschen braver zu sein und nicht ganz so radikal aufzutreten und so weiter. Und das ist das Problem, weil diese fehlende Radikalität ist das, was die Linke in die Krise gebracht hat, in meinen Augen. Und die einzige Möglichkeit, eben aus der Krise zu kommen, wäre, sich grundsätzlich von den anderen Parteien zu unterscheiden, die eben das System in der Krise retten wollen, indem sie es dann irgendwie verschieden verwalten wollen und so. Und wenn die Linke sich immer nur in Regierung irgendwie reinschleimt, wird sie es eben nicht schaffen, sich grundsätzlich von anderen Parteien zu unterscheiden. Also ich komme ja aus Bremen und in Bremen ist es so, die Linke ist in der Regierung drin und lobt sich für so ein paar bescheidene Wohltaten, die es auch durchaus gibt, die sie auch mit eingeführt hat, die auch trotzdem völlig unzureichend sind. So, Bremen hat mit Abstand immer noch die allerhöchste Armutsquote in Deutschland mit 28%. Das heißt, dass sich für arme Menschen nichts an der Lebensrealität geändert hat, seitdem die Linke in die Regierung gekommen ist. Und das ist natürlich ein Rezept für ein Desaster bei den nächsten Wahlen. Nicht nur in Bremen, by the way. Und dabei hat die Linke eine Verantwortung dafür, den Finger in die Wunde zu legen, statt eben gesellschaftliche Verhältnisse zu beschönigen. Und das ist leider das, was die Linke zum Beispiel in Bremen macht, indem sie, wenn sie in der Regierung ist und nicht ausreichend kritisiert, was trotzdem weiter noch falsch läuft. Die Aufgabe der Linken ist, Widerstand zu organisieren, statt die Verhältnisse mitzuverwalten. Dadurch, dass es dieses Weiter-so gegeben hat bei dem Parteitag, gibt es auch keinen linken Aufbruch in der Linken. Stattdessen muss sich jetzt eben die Parteilinke organisieren und einen Kampf um die Partei führen, weil tatsächlich die Existenz der Partei gefährdet ist. Dazu gehört auch, dass die Bewegungslinke dringend einen Klärungsprozess führen muss, ob sie mehr sein will als eine Anti-Wagenknecht-Strömung und sonst bei allen Fragen, wie man den Kapitalismus überwinden kann, so ein bisschen ja, keine Position bezieht oder unklar ist oder alle möglichen Positionen bezieht, aber keine Klarheit hat so. Oder will die Bewegungslinke die Partei tatsächlich zu einer Kampforganisation machen, die in Bewegung eine Rolle spielt, die in Bewegung Motor sein kann. So. Die SAV macht konkrete Vorschläge, wie die Partei aus dem Sumpf kommen kann. Da wird Angela jetzt im nächsten Part ein bisschen mehr darüber erzählen und ich freue mich auf die Diskussion gleich. Ja, vielen Dank, Sebastian, für diese erste Einleitung und genau, wir machen gleich weiter mit der Angela. Ich werde dich jetzt erstmal den Ton bitten einzuschalten. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, okay. Ja, also das Fazit des Parteitags weiter so oder wie in anderen Diskussionsrunden, Auswertungsrunden gesagt wurde, man kann sagen, Glas ist halb voll oder Glas ist halb leer. Aber Glas hat auf jeden Fall ein Loch, wo es ausläuft. Ja. Und es hat eine gewisse Öffnung gegeben, auch gegenüber den Reformern, die schon einen großen Anteil jetzt im Parteivorstand haben und die auch nicht aufhören werden, damit sozusagen den Fuß, den sie jetzt in der Tür haben, mit nämlich Sanktionen für Oligarchen, kann man nochmal extra darüber diskutieren, wieso und warum, und dass auch dieser Antrag keine Mehrheit gefunden hat aus dem linken Flügel, der Ersetzungsantrag. Darauf werden sie weiter aufbauen. Und weiter so heißt eben auch weiter so mit dem Gemischtwarenladen. Diese vielbeschworene Pluralität ist deutlich überdehnt und überzogen. Es geht gleich nach dem Parteitag weiter mit den ersten Interviews von Wagenknecht am Tag selber. Alles Käse, blöde Führung, Verliererduo und so weiter. Katina Schubert macht gleich ein Interview und sagt, sie ist für Waffenlieferungen. Und Klaus Ernst gestern oder heute, man möchte doch Nord Stream 2 wieder einschalten oder überhaupt freischalten. Ja, so. Also es geht fröhlich so weiter. Jeder erzählt, was er will. Und die Frage ist, ob der Parteivorstand sich da also praktisch deutlich zu positioniert. Da bin ich auch sehr gespannt. Die nächste Sitzung jetzt dazu ist am nächsten Wochenende. Und wir werden mal schauen, was dabei rauskommt, ob zum Beispiel die Bewegungslinke oder auch
andere ihre Mehrheit nutzen, um nicht nur gegenüber Wagenknecht, sondern auch gegenüber den Reformern deutlich zu machen, die ganze Zeit an der friedenspolitischen Position rumknabbern, ja, deutlich zu machen, dass das nicht die Beschlusslage ist, was sie da erzählen, dass sie sich da gefälligst dran zu halten haben. Ja, es gibt jetzt eben dieses neue informelle Bündnis aus BL und den, ja, wie soll man die nennen, modernistischeren Reformern sozusagen. Aber die ungelösten Konflikte sind geblieben. Es hat eine Öffnung nach rechts gegeben in der Kriegsfrage. Es gibt den Konflikt Fraktion-Partei nach wie vor, wie ich gerade sagte. Und um auf Sebastians Punkt zurückzukommen, auch niemand außer der AKL stellt Regierungsbeteiligung überhaupt in Frage. Ja, also auch Janine hat in ihrer fulminanten Eröffnungsrede, die ja sonst ganz gut war, aber positiv Bezug genommen mit demselben Wording wie Dietmar Bartsch auf: Wir haben Bürgermeister, wir sind in vier Landesregierungen, können wir stolz drauf sein und sowas. Ja. Und also das wird überhaupt gar nicht mehr in Frage gestellt. Und hinzu kommt noch, dass eine Spaltung im Raum steht, ja auch für die nächste Zeit. Es ist sehr gut möglich, dass die Wagenknecht-Gruppe, ich sage jetzt mal die Gruppe im engeren Sinne, im Herbst aussteigt. Sie werden ja da einen Kongress machen, und einer von Ihnen hat auch schon auf dem Parteitag ja gesagt, also wir werden uns auf jeden Fall vernetzen, ein Netzwerk aufbauen, und es ist eine gute, ich würde mal die These auch wagen, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine eigene Liste aufmachen. Die Europawahl nächstes Jahr würde sich dafür anbieten und jetzt ab Herbst im Vorfeld daraufhin, denn da gibt es keine 5%-Klausel. Und das wäre dann eine Chance. Da können Sie auch gucken, dass Sie sich, was Sie sich ja eh vorstellen, so Mélenchon und Wagenknecht, der deutsche Mélenchon, so irgendeine Top-Down-Bewegung, ob Sie das hinkriegen. Es kann sehr gut sein, dass Sie das ab Herbst versuchen werden. Die Frage ist aber da auch perspektivisch, ob da alle SSLer mitgehen. Da würde ich mal die These aufstellen, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass eine ganze Reihe auch in der Partei bleiben werden und diesen Sprung dann nicht unbedingt mitmachen. Ist natürlich fraglich dann, wie viele das sind. Aber man muss natürlich auch sagen, in der Kriegsfrage zum Beispiel sind die uns näher als, ja, als die ReformerInnen. Denn die sind nämlich auch ja, gegen Waffenlieferungen und Sanktionen und sehen auch den geopolitischen Hintergrund dieser Sache. Und da denke ich in der Frage, ich sage mal jemand wie Katrin Vogler zum Beispiel, ja, die ja auch aus der Friedensbewegung kommt, oder auch die Tatsache, dass der nordrhein-westfälische Landesvorstand sich hinter den Ersetzungsantrag gestellt hat, und zwar einstimmig, obwohl da eben auch jede Menge SSLer im Vorstand sind. So. Und das ja sozusagen die Heimatbasis auch von Wagenknecht und Sevim Dagdelen ist. Wobei Wagenknecht hat in NRW eigentlich nur den Listenplatz, aber keine Heimat, weil man sieht sie doch nicht. Ja, also das würde ich mal sagen. Es ist wahrscheinlich, dass es eine Abspaltung gibt und aber durchaus nicht, dass alle davon mitgehen, sondern dass ein Teil der SL vielleicht sogar auch dann in dieser Friedens- und Militarismusfrage mit uns zusammengehen könnten. Wenn man sich jetzt fragt, wie ist denn die Linke noch zu retten, was könnte sie denn tun, dann ja, denke ich, gibt es zwei, drei Hauptpunkte eigentlich. Mehr Rebellion wagen ist das Erste. Da fand ich den Parteitag auch relativ ernüchternd, was der sich alles hat vorsetzen lassen an Geschäftsordnung, an Parteitagsregie, an manipulativen Einspielern, die alle pro Waffenlieferung waren und so. Also, und es gab keinen Aufstand, oder auch an diesen Grußreden von Gysi-Reden und sowas, die man alle nicht braucht, ja, dafür aber die Delegierten kaum sprechen konnten, ja, so. Da gab es aber keinen Aufstand so wirklich, ne? Und es ist auch ein Stück weit so eine Entpolitisierung da festzustellen, dass man sowas alles mitmacht, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass es eben auch viele Mandatsträgerinnen und Träger auf unterer Ebene auch geht, die auch sehr in solchem Parlamentarismus und Geschäftsordnungs- und sonstigen Betrieb drin sind. Ja, zweiter Punkt ist mehr Sozialismus wagen. Also die Rosa-Luxemburg-Studie hat ja kürzlich festgestellt, dass es 18% Wählerpotenzial gibt für die Linke. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, unter diesen 18% sagt mehr als die Hälfte, 54%, sie wünscht sich mehr Eintreten, das Eintreten für mehr Sozialismus von der Linken. Also sieht es auch so, dass man da viel zu wenig viel zu wenig radikal sind. Das steht eigentlich nur bei Parteitagsreden, wird das erwähnt.
oder auch in manchem Antrag, aber es findet eigentlich keinen Eingang in die alltägliche Praxis. Ja. Und was man nämlich drittens auch brauchen, sind strategische Angriffspunkte, auf die man sich konzentriert. Also was die Grundsatzfrage betrifft, ist es doch eigentlich so und eigentlich auch für mehr und mehr Menschen einsehbar, dass diese multiple Krise des Kapitalismus, also eine ökonomische Krise, eine ökologische Krise, Militarismus und Imperialismus, gesundheitliche Krise, alle davon haben das Potenzial, die menschliche Zivilisation mindestens zu dezimieren, wenn nicht gar auszulöschen. Und dieser Zustand des Kapitalismus, der untergräbt auch Reformismus. Das ist auch eine Ursache, vielleicht die tiefere Ursache für diese Krise der Linken und übrigens nicht nur der deutschen Linken. Die deutsche Linke ist ja im internationalen Vergleich sogar noch relativ stabil, sondern auch anderer linker Formationen in anderen Ländern. Es untergräbt den Reformismus und schon gar irgendwelche Etappentheorien kurzfristig, mittelfristig, langfristig irgendwelche Reformschritte durchzusetzen. Langfristig haben wir sowieso keine Zeit mehr für. Sondern es stellt praktisch unmittelbar die Systemfrage auch und die muss auch unmittelbar beantwortet werden. Und da müssen eben ja viel radikalere Forderungen auch und auch sozusagen anknüpfen an das Bewusstsein und Brücken bauen zu einer anderen Gesellschaft hin, wie das aussehen könnte. Also wir brauchen mehr Mut dazu, radikalen Antworten. Das fängt vielleicht im Kleinen an, aber auch da gibt es übrigens gerade einen Disput innerhalb der Partei. Da bin ich sehr gespannt, wie sich Partei gegenüber Fraktion verhält. Nämlich das aktuelle 9-Euro-Ticket, was gerade läuft. Ja, das ist 21 Millionenfach verkauft. Ganz viele Menschen, gerade diejenigen mit wenig Einkommen, machen damit Erfahrung. Da brauchst du kein Jobticket mehr, da brauchst du kein Sozialticket mehr. Diese sogenannten Sozialtickets sind sowieso viel zu teuer, ja, kosten 30 bis 40 Euro, wo es überhaupt gibt. Ja. Sondern das ist tatsächlich ein Schritt zum Nulltarif. Man kann sogar sagen, wenn man 9 Euro ausfinanziert kriegt, dann sind es nur noch wirklich ein Minischritt zum Nulltarif. Denn beim Nulltarif sparst du ja auch noch die Kontrolleure, die ganzen Buchhaltung und Verwaltung und alles Mögliche. Ja. Also das wären dann wirklich bloß noch 1-2 Milliarden mehr nicht. Ja. 9-Euro-Ticket, da sagt dann insbesondere die grüne Jugend und alle möglichen sagen so, das müssen wir verlängert kriegen und da müssen wir jetzt eigentlich auch eine Sommerkampagne machen, solange das läuft. Denn wenn das im Herbst aufhört, dann gehen die Preise nicht nur auf das Niveau von Mai, dann gehen sie richtig hoch, wegen der Energiepreise auch. Ja, so. Was sagt die Fraktion? Was war auch so im Leitantrag drin? Die Fraktion sagt, 365 Euro, haben wir ja immer schon gesagt, so ungefähr. Ne? Und das sieht natürlich jetzt auch gerade für die Menschen, die wenig Geld haben, so aus wie die Linke ist für ein teureres Ticket. Ja. Der Parteivorstand hat das Thema jetzt am Wochenende erst drauf und die Fraktion will aber jetzt schon am Freitag einen Antrag zum 365-Euro-Ticket einbringen. Der Parteitag hat beschlossen, dass er hat das gestrichen aus dem Leitantrag mit den 365, auf Antrag von mir, von verschiedenen anderen auch, ja, hat das gestrichen, sondern da steht jetzt auch drin in diesem Beschluss, wir wollen das 9-Euro-Ticket dauerhaft ausfinanziert haben. So. Wie gesagt, Fraktion hält einfach stur fest und will Freitag, bevor der Parteivorstand überhaupt darüber spricht, das machen. Das ist nur so ein kleines Beispiel, aber eigentlich müsste man, wenn die Partei kampagnefähig wäre und das aufgreift, müsste man jetzt auf diese millionenfachen Erfahrungen aufsetzen und sagen, wir wollen das verlängern und zusammen mit Bündnispartnern eine Riesenkampagne machen. Wäre übrigens auch ein Beitrag zu einer Anti-Inflations- und Anti-Verarmungskampagne, die auch nötig ist, jetzt im Herbst durchzuführen, nach dem Motto, wir zahlen nicht für eure Krise und für eure Kriege. Und da müssten auch die Forderungen nicht nur sein, einfach mehr Geld, ein höheres Alt-II und mehr Alimentierung oder so, sondern auch drastische Eingriffe in den Markt, zum Beispiel Preiskontrollen, so ansatzweise sagt ja schon mal der eine oder andere was in diese Richtung, aber auch die Enteignung der Energiekonzerne. Wir müssen also nicht nur der Wohnungsmarkt ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Energieversorgung genauso, ja. Und da muss man auch mit solchen Forderungen kommen. Und übrigens auch, was mich auch wundert, die Vermögensabgabe. Also wann, wenn nicht jetzt, muss man das nochmal in den Vordergrund schieben. Den Leuten wird erzählt, sie müssen frieren und sie müssen kleine Brötchen backen und sparen und sonst was und aus der Komfortzone herauskommen. Aber die Milliardäre sitzen nach wie vor in ihrer Komfortzone. Ja. Da kann es nicht nur um die russischen Oligarchen gehen, da muss es auch um die eigenen Oligarchen gehen. Und da nochmal diesen Punkt Vermögensabgabe, und zwar drastische, ja, Vermögensabgabe aufzugreifen, als Übergangsforderung quasi. Aber natürlich muss man auch deutlich machen, dass der Umbau der Industrie stattfinden muss, der Umbau der Landwirtschaft, und zwar unter Kontrolle der Beschäftigten und ihrer Vertretung, Gewerkschaft und Betriebsräte, damit es auch bei den anderen Arbeitsplätzen gute Arbeit gibt. So. Strategisch wäre es auch sehr nötig,
in der Klimaschutzbewegung, die ja so ein bisschen auf und ab geht, aber mehr und mehr ja auch merkt, dass die Grünen überhaupt nicht in der Regierung das machen, im Gegenteil eigentlich machen, von dem, was sich viele Aktivisten bestimmt auch erwartet haben. Da wäre es jetzt die strategische Aufgabe der Linken, einen antikapitalistischen Flügel in der Klimaschutzbewegung aufzubauen und den zu koordinieren. Nämlich ist, also ausgehend davon, dass ja auch viele Aktivisten jetzt schon sagen, System Change. Aber so richtig klar, was sie damit meinen, ist ihnen das nicht unbedingt. Ja, da gehört eben genau eine sozialistische Antwort hin. Und das wäre ein strategischer Punkt, den die Linke angehen müsste. Und natürlich müsste sie in der aktuellen Lage auch das koordinierende Zentrum der Friedensbewegung sein. Und da war auch wieder bezeichnet auf dem Parteitag, dass ein Antrag zur Mobilisierung nach Berlin am letzten Samstag ganz am Schluss noch mit Hauen und Stechen und Geschäftsordnungsantrag durchgesetzt werden musste, dass es überhaupt auf die Tagesordnung noch kommt, ja, und dann nur mit sehr knapper Mehrheit angenommen worden ist, ja. Und gemacht worden ist natürlich nichts, veröffentlicht worden ist ja erst am Freitag und sie haben nicht dann ab Montag sozusagen mobilisiert, sondern haben es einfach laufen lassen. Und das zeigt auch nochmal, wie distanziert sie da sind. Wir verlieren auch mit solchen unklaren Positionen und mit solchen Äußerungen in der Presse, wie sie von Katina Schubert, von Gysi und von Gallert und so die ganze Zeit laufen, verlieren wir die Zusammenarbeit und das Vertrauen auch der Friedensbewegung. Nordrhein-Westfalen ist gerade der Vorsitzende der DFGVK aus der Linken ausgetreten. Und wie gesagt, man muss strategisch eigentlich genau das Gegenteil, nämlich koordinierendes Zentrum der Friedensbewegung sein und da mithelfen, die aufzubauen. Und zwar jetzt im Moment gegen den Strom. Das ist auch eine Sache, das wird sich später ändern, wenn die Rechnung nämlich wirklich in den Haushalten ankommt. Und das ist auch so ein Punkt, der damit zusammenhängt, dass viel zu viel auf Wahlergebnisse, auf momentane gesellschaftliche Stimmung gestacht wird und wenig auf Verankerung. Denn, das ist der zweite Punkt, das schönste Programm, was man auf dem Papier stehen hat, nützt ja gar nichts, wenn wir nicht durchgesetzt kriegen, das Primat der Partei und diese Fraktion an die Kandare zu nehmen. Und zwar nicht nur die Bundestagsfraktion, sondern auf allen Ebenen ist das ja ein Problem, auf der kommunalen Ebene auch, ja, dass da oftmals nicht wirklich was zusammenläuft. Und das hängt eben genau damit zusammen. Da ist auch ein struktureller Antrag, der ein Schritt vorwärts gewesen wäre, auf dem Parteitag nicht verabschiedet worden, nämlich, dass die Fraktionsspitze auf Parteitagen zu wählen ist. Ist auch wieder, weil die Bewegungslinke so wie ein Fähnchen im Wind ist, haben sie mit für die Verschiebung gestimmt. Das wäre mal ein struktureller Schritt, ja, abgesehen natürlich von der Forderung jederzeitige Abwählbarkeit und auch ein durchschnittliches Gehalt. Alle reden von der KPÖ in Graz, wie wunderbar die das denn geschafft haben, mal abgesehen davon, dass ich die nicht mehr für so furchtbar kommunistisch halte, wenn man mal ihre Reden und Papiere liest und so. Aber immerhin machen sie diesen Fonds und führen alles, was über 1.900 Euro netto, glaube ich, ist, führen sie ab in diesem Fonds. Ja, wohin man das auch immer abführt. Aber sie können praktisch sagen, wir sind Abgeordnete, die auf dem normalen Gehalt, wie ihr auch, arbeiten, ja, so. Und da sind alle begeistert von der KPÖ Graz, ja, aber dass es mal übertragen wird auf hier, findet dann trotzdem nicht statt, ja. So. Ich finde auch, dass wir das wirklich auch nach vorne bringen müssen, denn damit und mit der Frage, wie die Fraktion zum Beispiel Fraktionsspitze, das war ein Antrag der Linksjugend, Fraktionsspitze vom Parteitag wählen zu lassen, wäre auch eine wichtige Maßnahme struktureller Art, denn da würde sich eine Fraktionsspitze auch vielleicht mal mehr überlegen, ob sie dauernd gegen die Partei vorgeht. Ja, wenn sie wüsste, beim nächsten Mal wird sie nicht mehr gewählt dann. Ja, und wir müssen weg von dieser Fixierung auf Parlaments- und Medienbetrieb und absoluten Vorrang für Aktivitäten zur Verankerung. Das ist nämlich das Wesentliche, auch wenn man mal gegen den Mainstream in der Gesellschaft steht. Wenn man nämlich ausreichend verankert ist, im Betrieb, in Bewegung und im Stadtteil, dann ist das auch nicht so schlimm, ja, hat es nicht so schlimme Folgen, auch wenn es dann vielleicht mal Wahldellen gibt oder sowas. Aber diejenigen, die gerade in Parlamenten verhaftet sind und da auch seit Jahrzehnten drin sind, sind nur orientiert auf diesen Betrieb und auch das, was die Medien dazu sagen, also die Mainstream-Medien. Was anderes ist es, dass wir unsere eigenen Medien auch in Social Media viel stärker aufbauen müssen. So, das wären so ein paar Punkte, für die, finde ich, wir in der Linken kämpfen sollen, denn ich würde mal so sagen, noch ist sie nicht ganz verloren. Es lohnt sich noch. Aber egal, wie auch die Entwicklung in der Linken ausgeht, auch wenn es einen langsamen Tod bedeuten sollte, fände ich es schon sehr wichtig, wenn man organisiert bleibt als Linke. Also nicht einfach einzeln austritt und dann irgendwo was macht. Viele bleiben ja dann trotzdem in irgendwelchen Bewegungen aktiv, aber man braucht auch politische
Diskussions- und Aktionszusammenhänge. Es reicht nicht, wenn man nur in einzelnen Punktbewegungen oder auch nur in Gewerkschaften aktiv ist. Man braucht auch diese politischen, gesamtpolitischen Diskussions- und Aktivitätszusammenhänge. Und die sollte man auf jeden Fall erhalten. Ich will nochmal darauf hinweisen, die Reformer, die sind ziemlich zäh. Seit 15 Jahren kämpfen sie um Anpassung und um Regierungsbeteiligung und um Waffenlieferungen und die NATO ist nicht so schlimm und so weiter, immer, immer wieder. Und Linke sind da immer eher so ein bisschen schnell frustriert, dann schmeißen sie es hin, dann treten sie aus und so und man sieht sie nicht mehr. Wir haben da weniger Zusammenhalt und das ist eigentlich schwierig, denn wenn die Partei sang- und klanglos untergeht, da würde ich nur noch mal den Hinweis auf zum Beispiel Italien geben. Als da die RC, die Refondazione Comunista, nach ihrer Regierungsbeteiligung und Zustimmung zum Kriegseinsatz völlig untergegangen ist, also formal gibt es sie heute noch, aber hat nichts mehr zu melden, das ist jetzt über 10 Jahre her oder noch länger. Es gab viele Massenbewegungen in der Zeit in Italien, aber keine neue linke Formation, die sich daraus gebildet hätte. Und wenn das einmal weg ist, dann ist es sehr schwer. Darum finde ich es ganz wichtig, selbst wenn man überlegt, auszutreten oder auch austritt, in jedem Fall in den Diskussions- und Aktionszusammenhängen drin zu bleiben, sei es AKL, sei es auch BL oder wenn man revolutionäres Programm und revolutionäre Politik will, ist man natürlich auch bei der SAV gut aufgehoben. Danke.